Königin Wilberg-Huber von den Freiheitlichen kommt Claudia Gammann, die Frauensprecherin der NEOS, zu Wort. Sie wird einen anderen Blick auf den Familienbonus werfen. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, Klubobmann Wöginger, die 50er Jahre haben angerufen, sie hätten gerne ihr Frauenbild wieder zurück. Ihre Rede heute war wirklich, ich tue mir wirklich, wirklich schwer damit, wenn Sie sich hier herstellen und auch ganz klar sagen, was Ihrer Meinung nach Familie ist. Ganz klar, Vater, Mutter, Kind, Frau zu Hause. Was sonst noch Familie ist, dass Familie dort ist, wo Eltern, egal ob das Mann oder Frau ist, Mann und Mann, Frau und Frau, Kinder adoptiert, biologische Kinder, Verantwortung übernehmen, Kinder erziehen, ihnen die Möglichkeit geben, Teil dieser Gesellschaft zu sein. Dass das alles Familie ist, ist mir heute viel zu kurz gekommen. Und an die Kollegin Jeitler Cincelli muss ich sagen, wenn Sie sagen, dass Abgeordnete, die keine Kinder haben, hier nichts dazu sagen können, kein sachliches Urteil darüber abgeben können, wie sich gewisse Gesetze oder so ein Bonus denn auch auswirken können auf unterschiedliche Bevölkerungsschichten, dann muss ich jetzt vielleicht einfach schweigen. Naja, ich werde aber weiterreden. Was Sie heute hier gezeigt haben, indem Sie sagen, die Familien bekommen mehr von Ihnen, dankenswerterweise, wie gütig, das Geld, das Sie Ihnen vorher genommen haben, über eine absurd hohe Steuerbelastung, Ihnen nicht wieder zurückgeben wollen, indem Sie die kalte Progression einfach abschaffen, aber jetzt natürlich dankenswerterweise, ähnlich wie der Haider Cash damals, jetzt halt so ausgezahlt wird. Gerade, dass man sich nicht beim Bundeskanzleramt anstellen muss, damit man es bar auf die Hand kriegt und Danke Basti sagen kann. Reden wir doch einmal darüber, was man hätte anders machen können. Man hätte den Menschen das Geld auch über die kalte Progression wieder geben können, indem man diese abschafft. Wie kann man Familien noch unterstützen? Man kann ihnen die Möglichkeit geben, dass sie auch arbeiten gehen können, indem man Kinderbetreuungsmöglichkeiten schafft, indem man die Öffnungszeiten ausbaut, indem man die Schließtage verringert. Das alles sind Dinge, die in Zukunft nicht mehr möglich sein werden, weil, wie wir gehört haben, für 3- bis 6-Jährige alles schon erledigt. Kein Problem mehr. Da ist das Ziel schon erreicht. Wenn Sie wirklich der Meinung sind, dass das Ziel schon erreicht ist, dann leben Sie auf einem anderen Planeten, aber ganz sicher nicht in Österreich. Und Sie werden sich mit der sachlichen Kritik auseinandersetzen müssen. Teilweise haben Sie das auch, weil sonst hätte es keine signifikanten Veränderungen für diesen Vorschlag gegeben. Und die hat es gegeben, weil die Kritik auch gerechtfertigt war. Unter anderem auch, weil die partnerschaftliche Aufteilung von Beginn an nicht garantiert war. Wir sind auch jetzt noch nicht voll und ganz zufrieden damit, wie es gelöst worden ist. Weil man natürlich sieht, dass Frauen im Schnitt, in diesem Fall jene, die auch in einem unteren Einkommensbereich liegen, eigentlich im Schnitt dann 34%. Wie bitte? Entschuldigung. Ist das jetzt unser Problem, wenn Sie politisch qualitativ minderwertige Vorschläge auf den Tisch legen? Ist das das Problem der Opposition? Wenn Ihre Ideen vorne und hinten keinen Sinn machen, ist das unser Problem? Ich bin der Meinung, Sie sind hier in der Regierung und es wäre Ihre Aufgabe, auf Kritik einzugehen und Probleme zu lösen in Gesetzen. Aber offensichtlich hören Sie mir weiterhin zu, deshalb kann ich Ihnen auch weiterhin erklären, was die Probleme an diesem Vorschlag sind. Es ist natürlich genauso wieder ein Punkt, der sich in die Vorschläge einreiht, was das Thema negative Erwerbsanreize für Frauen betrifft. Wir haben mehrere davon im österreichischen Steuersystem. Das ist ein Thema, das die ÖVP immer wieder ignoriert, weil es natürlich nicht in ihr Frauenbild hineinpasst. Negative Erwerbsanreize abschaffen, das ist natürlich nichts, was in Ihrem Sinne ist, wie wir auch vorher in den diversen Reden gehört haben. Und wir kommen auch zu etwas dazu, was meiner Meinung nach auch eigentlich von allen hier, in dem Fall außer von NEOS, nicht gesehen wird. Wie kann man den Alleinerziehenden wirklich unterstützen? Oder wie könnte man ihnen auch die Möglichkeit geben, von diesem Steuerbonus, der eigentlich auch über die kalte Progression hätte organisiert werden können, wie sie diesen denn voll ausschöpfen können, indem man ihnen die Möglichkeit gibt, arbeiten zu gehen, indem man ihnen die Möglichkeit gibt, auch so viel Geld zu verdienen, dass sie auf eigenen Füßen stehen. Wie kann man das machen? Indem man Kinderbetreuung zur Verfügung stellt. Das ist das, wo sich die ÖVP jetzt mit Händen und Füßen dagegen wehrt, etwas, wo ihre eigenen Landesrätinnen schon aufstehen und sagen, so sicher nicht. Ich denke, zu diesem Punkt haben Sie noch einiges an Erklärungsbedarf. Auch Claudia Gammann von den NEOS kritisiert, dass in Sachen Kinderbetreuungsangebote mit der neuen Regierung
nichts weitergeht.